Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Mit diesem Wochenspruch aus dem 12. Kapitel des Johannesevangeliums begrüße ich Sie herzlich zu diesem Gottesdienst am Sonntag ex Audi. Ex Audi, das ist Latein und steht für Höre mich. Wir haben Himmelfahrt gefeiert. Jesus ist also nicht mehr leiblich auf der Erde. Wir rufen ex Audi zu Gott und der erhört uns und schickt uns Pfingsten seinen Geist. Aber das ist eine Geschichte, die nächsten Sonntag erzählt werden will. Lasst uns beten. Herr, wir bitten dich, gib dein Wort durch deinen Geist in unser Herzen, dass es uns in alle Wahrheit leite und in Zweifel und Unglück tröste. Lass uns im Glauben festbleiben, damit wir diesen Glauben unseren Mitmenschen zeigen können und sie durch unser Leben merken, welcher Geist uns leitet. Dies bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun
über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt es von dem Meinen und wird es euch verkündigen. Gemeinsam mit den Christinnen und Christen auf der Welt bekennen wir unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, jetzt sind sie in Kraft, die Rechte speziell für Geimpfte und Genesene. Viele Menschen müssen noch warten, aber Geimpfte und Genesene dürfen schon vom Beckenrand springen, heiße Asche in die Mülltonne füllen, während der Fahrt mit dem Busfahrer reden, und außerdem bekommen sie von der Regierung eine Neuwagenprämie und im Baumarkt 20% auf Tiernahrung. So habe ich es jedenfalls bei Twitter gelesen, es aber noch nicht genau überprüft. Fakt ist allerdings, viele Menschen warten noch. Wenn die Theater schon wieder spielen dürften, wäre der Klassiker Warten auf Godot bestimmt ein Hit. Nichts zu machen, so geht dieses absurde Theaterstück los, in dem zwei Landstreicher nichts tun, nur warten. Der Satz fällt immer wieder, nichts zu machen. Sie warten auf Godot, wer immer das auch ist, und lassen sich wieder und wieder vertrösten,
eben nichts zu machen. Warten und Ordnungen einhalten gehört zum Wesenskern des Menschen. Darin sind wir voll Profis. Statistikfreunde rechnen gelegentlich aus, wie viel Zeit wir aufs Leben gesehen mit Warten aufs Alltägliche verbringen. 38 Stunden im Jahr stehen wir im Auto im Stau, 6 Stunden an der Supermarktkasse, 7,5 Stunden im Wartezimmer der Ärztin oder des Arztes, ganze 6,5 Tage vor dem PC, während wir darauf warten, dass der hoch- bzw. runterfährt, Dateien oder Updates lädt. So sieht Warten in der Privatstatistik aus. Auch politisch wird auf so manches gewartet. Seit mindestens 70 Jahren auf ein friedliches Mit- oder wenigstens Nebeneinander von Israelis und Palästinensern. Gerade brodelt es wieder heftig in dieser Region. Warten auf das Ende der Pandemie, warten, dass alles wieder seine Ordnung hat. Der heutige Sonntag ist spezialisiert aufs Warten. Vor 3 Tagen war Himmelfahrt, bis Pfingsten dauert es noch eine Woche. Wir sind also mittendrin in der Wartezeit. Jesus ist bereits in den Himmel aufgefahren, aber der Heilige Geist als Stellvertreter, Fürsprecher und Antreiber ist noch nicht da. In dem Bibeltext, der für den heutigen Sonntag vorgesehen ist, geht es um die Abschiedsrede Jesu an seine Jünger, bevor diese Zwischenzeit einsetzt. So heißt es im Johannesevangelium im 7. Kapitel. Aber am letzten, den höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Alles muss seine Ordnung haben. Das Kirchenjahr hat ja auch eine. Es geht los im November, Dezember mit dem Advent, der Vorbereitung auf das Kommen Jesu. Es geht weiter mit dem Fest seiner Geburt. Dann geht es schon bald auf Ostern zu, nach der Passionszeit. Danach kommt dann Himmelfahrt als Endpunkt der Geschichte des menschgewordenen Gottes, bevor die Geschichte der Kirche beginnt an Pfingsten, wenn der Heilige Geist übernimmt. Alles sehr ordentlich. Mit einer nicht unerheblichen Lücke, in der wir uns gerade befinden. Jesus ist weg, aber der Heilige Geist ist noch nicht da. Das klingt unordentlich. Teenies würden vielleicht diese Situation als sturmfrei einordnen. Gelegenheit für Karneval außerhalb des Karnevals. Niemand passt auf. Was vielleicht für Teenies verheißungsvoll klingt, niemand passt auf, in fröhlichem Tonfall, klingt für andere vielleicht bedrohlich. Ach du Schreck, niemand passt auf. Von denen hat dieser Sonntag dann seinen Namen, Ex Audi. Ein eindringlicher Ruf nach oben um Aufmerksamkeit. Bei Gott nicht als Verhaltenspolizei gefürchtet, sondern als helfende Macht geschützt wird und geschätzt wird. Jetzt könnte man natürlich fragen, warum überhaupt diese Hektik? Die paar Tage wird es doch wohl auch ohne Gott gehen. Das Ende der Geschichte ist doch bekannt. Pfingsten kommt, der Heilige Geist kommt, der Ruf nach oben hat dann etwas Ungeduldiges. Kein Wunder, denn Menschen sind zwar sehr geübt darin, warten zu können, das heißt aber noch lange nicht, dass sie es auch wollen. Geduld gehört zum Katalog christlicher Tugenden.
Da stehen andere wichtige Dinge wie Barmherzigkeit, Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit. Geduld können wir von mir aus gerne streichen, und zwar sofort. Denn ich finde den Begriff mindestens missverständlich. Wenn damit die Beharrlichkeit und die Fähigkeit, Rückschläge wegzustecken, gemeint ist, dann ist es natürlich gut. Schlecht ist es, geduldig auf Godot zu warten, nichts zu machen. Geduldig darauf warten, dass das gegenseitige Morden im Heiligen Land aufhört. Eine schlechte Idee. Geduld sollte meiner Meinung nach nur erlaubt sein, wenn sie mit einem Schrei gen Himmel verbunden wird. Und damit ist ganz klar, die Geduld ist nicht passiv. Sie wartet in irgendeiner Form aktiv darauf zu ernten, was gesät wurde. Alles muss seine Ordnung haben, aber wenn es eine schlechte Ordnung ist, ist Geduld das falsche Rezept. In Israel haben es sich die verfeindeten Parteien gemütlich gemacht in ihrer Ordnung. Provokation, Vergeltungsschläge, die Choreografie ist bekannt, zuverlässig und ausrechenbar, und doch wiederholt sie sich immer wieder. In der Pandemiebekämpfung in Deutschland gibt es auch so manche Dauerschleife, der eine gesunde Ungeduld guttun würde. Immer noch werden Daten zu Gesundheitsämtern gefaxt. Die Ordnung namens Datenschutz lässt nichts anderes zu. Zeit, liebe Gemeinde, also für Trumpfass, den Heiligen Geist. Der kommt und bringt neuen Schwung. Das Warten hat sich dann gelohnt. Die Bitte um ihn war dann erfolgreich. Da geht es allerdings dann ganz genau hinzusehen, was dahinter steht, wenn wir auf den Geist warten, wenn wir um den Geist bitten. Ist das der binnenkirchliche Versöhnungsgeist, wie er in der Pfingstgeschichte geschildert wird? Oder insgeheim doch der Wunsch nach einem Ordnungsgeist für globale Quälereien? Ich finde es verdächtig, dass der Heilige Geist in Gottesdiensten im Normalfall als Abwesender adressiert wird, der doch bitte vorbeischauen möge. Es könnte doch sein, dass er schon längst da ist. Wie absurd ist es dann, um etwas zu bitten, was man längst hat, und wie fahrlässig, sich dann in Geduld zu üben. Da stellt sich dann die Frage, woran um Himmels Willen es denn erkennbar ist, dass der Heilige Geist anwesend ist und wirkt. In der Pfingstgeschichte war es zumindest nicht so, dass alle geduldig erst einmal einen Sprachkurs belegt haben, bis jeder jede verstehen konnte. Nein, in einem heftigen Brausen waren Verstehen und Verständigung da. In Jesu Abschiedsrede aus dem Johannesevangelium ist das Zeichen für die Anwesenheit des Heiligen Geistes ebenfalls spektakulär und erfrischend. Er spricht von Strömen lebendigen Wassers. Eine solche Quelle ist alles, aber bestimmt nicht geduldig. Warten wir es ab, aber lassen Sie uns bitte nicht auf Godot warten. Press.
Lasst uns miteinander und füreinander beten. Guter Gott, wir bitten dich für alle, die warten. Zeige ihnen deine Zukunft. Denen, die darauf warten, dass ihr Leben endlich losgeht, da sie keine Möglichkeit haben, die Menschen zu sehen, die ihnen am Herzen liegen, die ganz Jungen und die ganz Alten. Denen, die darauf warten, dass ihr Leben weitergeht, weil er momentan nach dem Verlust eines geliebten Menschen nur Stillstand ist. Denen, die darauf warten, dass es besser wird, dass der Hass und die Gewalt enden. Sende ihnen deinen Heiligen Geist, und wenn sie ihn schon haben, lass sie für die anderen zu Strömen lebendigen Wassers werden. Und alles, was uns sonst bewegt, legen wir in das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.